Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich leckeren russischen Schaschlikspieße. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen das heutige Video mit Schweinenacken. Und zwar am Stück, das hier sind 1,5 Kilogramm, schöne Marmorierung, tolle Farbe. Zuerst schneiden wir den Schweinenacken in dicke Scheiben, also so etwa 2 Finger dick. Und nachdem wir das in Scheiben geschnitten haben, dann in Streifen und am Ende von den Streifen in Würfel. Man sollte so ein bisschen darauf achten, dass die Würfel am Ende mehr oder weniger die gleiche Größe haben, weil das dann auf dem Spieß natürlich a. cooler aussieht und b. auch dafür sorgt, dass die Gardauer bei allen Fleischstücken einigermaßen gleich ist. Komischerweise hatte ich in der Vergangenheit schon Gerichte, die den Namen Schaschlik im Namen getragen haben, wie Bratwurst-Schaschlik oder Barbecue-Schaschlik, aber eine klassische russische Schaschlik-Version sucht man bisher auf diesem Kanal vergebens. Gott sei Dank ist das ab heute vorbei. Also, ich schneide jetzt hier den Rest von unserem Schweinenacken weiter in Würfel und jetzt würze ich das einmal ordentlich durch, und zwar mit grobem Salz und ordentlich Pfeffer. Das ist jetzt so ein Knoblauchpfeffer, geht aber auch ganz normaler schwarzer Pfeffer. Wenn man sich mal die Mühe macht und auf Recherche geht für solche Art von Rezepten, findet man immer sehr, sehr viel und sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten. Für mich besticht ein russisches Schaschlik eher durch puristisches Zubereiten und durch wenige Zutaten. Also ich brauche jetzt hier nicht einen super Rub oder irgendwie sowas machen, sondern mir reicht halt Salz und Pfeffer. In dem Fall massiere ich das Fleisch auch gerne erst einmal vorher damit ein und stelle das dann beiseite. Jetzt kümmern wir uns um die restlichen Zutaten für die Marinade. Wir brauchen 3 mittelgroße Zwiebeln. Diese halbiere ich und dann schneide ich da mehr oder weniger feine Ringe runter. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr also Bock haben, das mal zu Hause nachzumachen und habt keine Lust, das Video nochmal komplett anzugucken und die Zutaten einzeln abzuzählen, dann empfehle ich einfach, unten in die Videobeschreibung aufzuklappen und bis runter zu scrollen zur Zubereitungsliste. Die Zwiebeln geben wir jetzt zu dem Fleisch. Als nächstes haben wir 4 Tomaten. Diese 4 Tomaten werden auch mehr oder weniger grob gewürfelt. Auch das einmal wieder vorgedreht. Ich denke, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Wenn diese Tomaten fertig geschnitten sind, auch diese zu Zwiebeln und Fleisch hinzugeben. Jetzt geben wir dem Ganzen noch einen gewissen Kräutertouch, und zwar mit 2-3 Zweigen Rosmarin und frischen Thymian. Wichtig ist, das Ganze einmal irgendwie aufbrechen, durchhacken, damit diese im Rahmen der Marinade ihre ätherischen Öle entwickeln können und das auch an das Fleisch abgeben. Und ja, ich kann so viel sagen, das schmeckt man auf jeden Fall raus. Jetzt brauchen wir Mineralwasser und Essig. Beim Essig kann man entweder so eine Essig-Essenz nehmen oder halt ganz normalen Weißweinessig. Dann gebe ich noch 2-3 Lorbeerblätter mit hinzu und dann wird das Ganze einmal ordentlich durchgeknetet. Beim Essig und beim Mineralwasser musste ich dann gegen Ende nochmal etwas nachjustieren. Also ich habe insgesamt 300 ml Mineralwasser hinzugegeben und etwa 80 bis 100 ml Essig. Da ich das aber nicht mitgefilmt habe, gibt es diese Information hier exklusiv natürlich auf der Tonspur. Und unten in der Videobeschreibung sind natürlich auch die richtigen Mengenangaben mit aufgeführt. Jetzt kneten wir das Ganze wirklich einmal ordentlich und kräftig durch. Die Zwiebeln werden so weich, die Tomaten geben ihre Flüssigkeit mit an die Marinade ab. Die Zwiebeln verlieren auch ordentlich Flüssigkeit in der Zeit. Und dann wandert das Ganze in den Kühlschrank. Mineralwasser und Essig sollen das Ganze mürbe machen. Dafür brauchen wir so 24 Stunden Marinierzeit. Am nächsten Tag können wir uns dann auch schon um die Vorbereitung des Grills kümmern. Das hier ist mein Landmann Kepler Kugelgrill, der mir schon jetzt über 1,5 Jahre sehr, sehr gute Dienste leistet. Wir füllen einen Anzündkamin mit Holzkohlebriketts und starten diesen mit 2-3 Grillanzünder. Sehr schön, Grillanzünder und Anzündkamin ist immer noch eine meiner liebsten Kombinationen, lässt sich hervorragend in den Rezeptalltag mit einarbeiten und man hat immer geile durchgeglühte Holzkohle, das ist mir wichtig. So sieht das. Fleisch nehmen wir jetzt aus dem Kühlschrank raus, das kann noch ein bisschen
auf Raumtemperatur kommen und wir sehen schon, diese Schweinefleischstücke sehen sehr gut aus und die zerfallen quasi fast schon beim Aufspießen. Ich habe jetzt hier so breite Metallspieße und diese Spieße bestücke ich nun mit unseren Schaschlikwürfeln. Wichtig ist, dass wir nichts weiter mit aufspießen. Also im originalen russischen Schaschlik kommt wirklich nur Fleisch auf die Spieße. Meine 1,5 Kilogramm Fleisch führen hier zu so 5 stattlichen Spießen. Also jeweils 300 Gramm je Spieß. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. So, wir füllen jetzt hier unsere Grillkörbe gleichmäßig. Wir stellen diese aber so, dass wir auf der einen Seite direkte Hitze haben und auf der anderen Seite eine große Fläche für indirekte Hitze. Wir lassen Grillrost und Grill insgesamt nochmal so 10 Minuten aufheizen und legen dann unsere Schaschlikspieße auf den direkten Teil unseres Grills. Wir haben jetzt ordentlich direkte Hitze von unten und jetzt grillen wir unsere Schaschlikspieße, bis sie von allen Seiten eine ordentliche Farbe haben. Dabei drehen wir die natürlich alle paar Minuten mal und wenn es sein muss, tauschen wir auch mal den Platz, wenn wir merken, dass ein Teil vom Grill etwas mehr Hitze abgibt als vielleicht ein anderer. Das Ganze ist jetzt kein Hexenwerk mehr und dauert auch nicht mehr besonders lange. Ich denke, nach einer Viertelstunde bis 20 Minuten insgesamt seid ihr damit komplett durch. Davon habe ich so circa 10 bis 12 Minuten auf der direkten Hitze. Und danach lege ich die Spieße auf den indirekten Teil und lasse diese dort noch einmal gar ziehen, bis sie dann komplett fertig sind. Deckel drauf und dann noch ein paar Minuten ziehen lassen und dann können wir eigentlich auch schon servieren. Ja, die sehen wirklich toll aus und ich muss sagen, das Fleisch ist am Ende wirklich butterzart. Also ist mal wieder ähnlich wie bei Pulled Pork interessant, wie man mit wenig Aufwand, also ein bisschen Marinadezeit, es schaffen kann, aus Schweinenacken so ein hervorragendes Gericht zu machen. Natürlich probiere ich das Ganze jetzt auch. Teilen, liken, kommentieren, gern gesehen. Abonniert doch auch meinen Kanal, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.